Also mit dieser Episode gehen sie wirklich in eine interessante Richtung. Hallo und willkommen zu meinem Review von Classroom of the Elite Episode 8. Die ganze Episode fängt sich schon ziemlich interessant an, nämlich wo ein Stück von Icarus aufgeführt wird. Aber zum Glück war ich ja im richtigen Anime. Denn das Ganze war eben nur ein Bühnenstück und wir finden heraus, dass irgendwer möchte, dass Ayano Koji von der Schule verwiesen wird. Oder anstatt, dass der Klassenvorstand für ihn ist, sagt sie zu ihm nur, entweder du strebst nach Klasse A oder ich mache alles in meiner Macht Stehende, um dich loszuwerden. Und was mich da wundert ist, warum hat Ayano Koji dem nicht einfach zugestimmt? Warum hat er nicht einfach gesagt, okay, ich gehe zu Klasse A, also ich versuche dorthin zu gehen, er könnte es garantiert schaffen. Warum macht es nicht? Ich meine, er hilft ja Horikita, dass sie weiterkommt. Aber das scheint ihm wahrscheinlich doch ein anderes Motiv zu sein, als das, was die Lehrerin hat. Und was ist wohl das Motiv von der Lehrerin? Warum will sie, dass er nach Klasse A strebt? Und wie viel weiß sie über ihn und über seine Vergangenheit? Denn sie hat sich von der Aussage und auch von seiner minimalen Handgreiflichkeit auch absolut nicht einschüchtern lassen. Außerdem bin ich gespannt, ob das Ganze mit dem, was wir am Ende erfahren, wo sie alle miteinander für eine Woche lang ein nettes Survival-Game spielen dürfen auf einer Insel. Was irgendwie klar war. Also so überraschend fand ich es nicht. Ich fand es sogar sehr stark, zumindest in der Folge vorhersehbar. Wobei man schon in den vorigen Folgen auf so etwas Ähnliches hätte schließen können, dann einfach so mir nichts, dir nichts. Die ganze Zeit in der Schule hätte irgendwie nicht gepasst. Habt ihr sowas von Anfang an schon erwartet? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und wenn ihr schon einmal runterscrollen seid, dann könnt ihr auch gerne einen Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Was mich persönlich an der Episode nur gestört hat, die beiden Sachen, dass wir erstens nicht wirklich erfahren haben, wie sie überhaupt zu dieser Kreuzfahrt gekommen sind, dass das absolut nicht erläutert wurde. Was ich irgendwie etwas schade finde, wahrscheinlich bekommen wir da in der nächsten oder übernächsten Folge noch ein Flashback. Und das zweite ist, dass die Folge wiederum sehr Fanservice-lastig war. Jetzt absolut nicht das, was die vorige Folge war. Absolut nicht, kein Stück. Aber wäre das am Ende nicht gewesen, hätte ich es wahrscheinlich für eine wirklich schlechte Folge gehalten. Hätte mir dann nicht so gefallen. Wobei die Sache mit Ayano Koji, dass er da eben angeschwärzt wurde, wäre dann das Highlight der Folge gewesen. Aber zum Glück gab es ja noch mehr. Was ich teils lustig, aber teils irgendwie auch extrem arrogant fand, war die Aktion von Kuenji Rokosuke, der sich per Du nicht abtrocknen wollte nach dem Duschen, nach dem Baden und ihm der eine Butler da hinterhergelaufen ist und ihn gebeten hat, dass er sich doch endlich abtrocknen würde. Und er nur gesagt hat, und das fand ich interessant, ich wurde seit meiner Geburt nicht abgetrocknet. Wie zum Teufel hat das funktioniert? Ich meine, da müssen seine Eltern ja auch einen ähnlichen Standard gehabt haben. Oder er hat sich so vehement gewehrt, als Baby abgetrocknet zu werden. Wobei ich da eher auf das Erste tendiere, dass seine Eltern eine ähnliche Philosophie fahren. Weil da sagt er auch, es gibt das Sprichwort, mit allen Wassern gewaschen sein. Was ja irgendwie Sinn ergibt, aber was hat das mit Abtrocknen zu tun? Das wundert mich etwas. Die beiden Sachen, die ich hier jetzt auch auf jeden Fall ansprechen will, beinhalten das, was in dieser Folge mit Kushida passiert ist. Weil erstens hat er Ike versucht, ihr die Liebe zu gestehen. Und da eine Koji ganz locker einfach nur, ja mach das, tu's, dass er ihn nicht warnt und ihm sagt, hey pass auf, weil die ist so und so. War aber rückblickend sicherlich eine gute Entscheidung von ihm, denn wir haben doch keine Ahnung, bis zu welchem Grad sie dem überhaupt bewusst ist, dass sie da auch eine andere Persönlichkeit hat, die ein bisschen hart koriger, wenn es überhaupt ein Wort ist, drauf ist, als sie. Aber wenn man die kennt, glaube ich, wünscht man niemand, dass jemand mit ihr zusammenkommt. Nur mein Senf zu der ganzen Sache. Aber Ike bekommt es nicht raus, ihr die Liebe zu gestehen und bittet sie einfach nur darum, dass er sie bei ihrem Vornamen nennen kann, nämlich Kikyo. Und zuerst habe ich mir da wirklich im Kopf gegriffen, weil ich mir dachte, okay, komisch, ja, in Japan ist das mit der Höflichkeit und mit dem Nachnamen ansprechen, ja normal, und das Vornamen ansprechen ist dann schon eine relativ intime Sache, die man da macht, wenn man jemanden so anspricht. Ist klar. Aber dass die da so ein großes Ding draus machen, und das hat auch Ayano Koji ja auch sich gedacht, was es eben soll, es ist doch nur ein Vorname. Und was ich wirklich lustig fand an der Sache war jetzt nicht nur, dass Sudo wissen wollte, wie Horikita mit Vornamen heißt, und hat er die ganze Zeit ihren Namen geplappert,
sondern, was auch gut war, sondern die Tatsache, dass Ike mit Vornamen Kanji heißt. Und so wie Ike reagiert hat, dachte ich eigentlich, sie würde ihn jetzt rollen. Ich meine, er heißt Ike Kanji oder Kanji Ike? Wirklich Kanji. Ich muss das mal kurz wirken lassen. Und die zweite Szene, die bei Kushi davor kam, die ich erwähnen möchte, ist da, wo sie wieder nach all den Episoden endlich mal ihre andere Persönlichkeit rauslässt. Nämlich interessanterweise genau da, wo Sakura auch dabei ist. Also nicht direkt dabei ist, aber nachdem sie weg war. Also ist meine Idee in der ganzen Sache, dass, und das ist nur eine Theorie, ich habe keine Ahnung vom Quellmaterial, dass Kushida eine gespaltene Persönlichkeit hat und die immer nur zum Vorschein kommt, wenn sie eifersüchtig wird. Und es kommt eben vor, wenn er mit anderen, also Ayano Koji, mit anderen Frauen gesichtet wird und redet. Denn auch Sakura hat irgendwas von einem Date geredet. Und ich frage mich, ob sie ihn direkt fragen wollte, wovon ich durchaus mal ausgehe. Oh mein Gott, gibt's daran viel zum Ausmerzen für Kushida. Apropos Sakura, der dritte Typ hatte den Vornamen von Sakura immer und immer wieder wiederholt, nämlich Airi, was irgendwie ziemlich creepy war. Aber zurück zu einer anderen Szene. Was ich zum Schluss noch relativ interessant fand, war, aber das kennen wir schon aus ganz anderen Folgen wahrnehmen, diese ganze Genecke von den jeweils anderen Klassen, gegenüber Klasse D, aber auch gegeneinander. Denn wir sehen unter anderem, wie Ryu und Kakeru sich versucht mit Horikita anzulegen und sie die ganze Zeit beim Vornamen anzusprechen. Und da war mein Gedanke, als er plötzlich in der Früh nicht aufgetaucht ist, dass er vielleicht versucht hat, sie zu entführen oder sie sogar erfolgreich entführt hat. Auf jeden Fall bin ich schon gespannt, wie es damit weitergeht, was für eine Art Survival Game das Ganze werden wird. Ich lasse mich da einfach überraschen in der nächsten Folge. Na gut Leute, das war's. Danke fürs Ansehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde euch jetzt auch am Ende vom Video einige andere Videos von mir einblenden. Zum einen ein Let's Play von mir Sonic Mania, aber auch die Möglichkeit, eine Dragon Ball Superfigur zu gewinnen, denn ich habe ein Gewinnspiel veranstaltet und diese beiden Videos sowie eine Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren, sollten jetzt eingeblendet sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.